Helga Silbereisen, eine starke Frau mit einer ausdauernden Seele, lebte ein Leben voller Herausforderungen und Schmerzen. Helga wurde im ruhigen Dorf Tiefenbach in Bayern geboren und wuchs mit 4 Geschwistern auf, wo ihre Familie ihre größte Quelle der Ermutigung und Kraft war. Helgas Leben verlief nie durch friedliche Phasen. Während ihrer Karriere war sie mit herzzerreißenden Misserfolgen, erfolglosen Projekten und unvorhergesehenen Schwierigkeiten konfrontiert. Trotz aller Bemühungen brachte das Leben nicht immer den erwarteten Erfolg und brachte Helga in schwierige Situationen. Auch Helgas Liebe verlief nicht reibungslos. Beziehungen sind gekommen und gegangen und haben tiefe emotionale Narben hinterlassen. Von erfolglosen Liebesbeziehungen bis hin zu unwahrscheinlichen Gefährten, Helga hat in der Liebe Herzschmerz und Einsamkeit erlebt. Das Schlimmste ist, dass es in Helgas Leben unvorhergesehene Ereignisse gibt. Schmerzhafte Verluste und unvorstellbare Herausforderungen haben ihr Leben schwieriger denn je gemacht. Helga gab jedoch nie auf und kämpfte weiter gegen ihr Schicksal, in der Überzeugung, dass jede Herausforderung eine Chance zum Wachsen ist. Trotz des traurigen Endes ihrer Karriere und ihrer Liebe bleibt Helga Silbereisen eine starke Frau, die fähig ist, sich dem Leid zu stellen und daraus wertvolle Lehren über innere Stärke und Ausdauer zu ziehen. Ring. Der fiktive Bericht über Helgas Leben ist eine Geschichte von Beharrlichkeit, Überwindung und Widerstandsfähigkeit, die sie zu einer Inspiration für andere macht, die vor schwierigen Herausforderungen im Leben stehen. Mit jeder Herausforderung hat Helga Silbereisen gelernt, sich dem Leid zu stellen und die Unvollkommenheiten des Lebens zu akzeptieren. Auch wenn unvorhergesehene Ereignisse eintraten, behielt sie die Stimmung und fand Vertrauen in sich selbst. Das Leben im kleinen Dorf Tiefenbach hilft Helga, Solidarität und Mitgefühl zu entwickeln. Ihre Familie mit 4 Geschwistern war eine starke Stütze, die ihr half, schwierige Zeiten zu überstehen. Helga lernte, zusammenzukommen, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen, und schuf so ein wichtiges unterstützendes Umfeld in ihrem Leben. Komplizierte emotionale Beziehungen lehrten Helga den Wert von Erfahrung und innerer Stärke. Obwohl sie erfolglose Beziehungen und Partner hatte, die nicht auf dem gleichen Weg waren, lernte sie aus jeder Erfahrung wertvolle Lektionen über Selbstachtung und Selbstbeherrschung. Obwohl ihre Karriere und ihr Liebesleben ein trauriges Ende erlebten, hat Helga die Entscheidungen, die sie getroffen hat, nie bereut. Sie betrachtet jedes Ereignis in ihrem Leben als Teil ihrer eigenen Reise und jeden Misserfolg als einen Schritt, stärker zu werden. Letztendlich wurde Helga Silbereisen zum Symbol für Ausdauer und Selbstvertrauen und zeigte, dass wir selbst im Angesicht der schlimmsten Dinge die Kraft in uns finden können, weiterzumachen und ein lebenswertes Leben aufzubauen. Die fiktive Geschichte von Helga ist eine Reise des Glaubens und der Hoffnung, die sie zu einer Inspiration für andere im Leben macht. Nach Herausforderungen und Schmerzen beschloss Helga Silbereisen, ihre Zukunft nicht von den schlechten Dingen ihrer Vergangenheit bestimmen zu lassen. Stattdessen entschied sie sich, jede Erfahrung als Gelegenheit zu nutzen, stärker zu werden und sich weiterzuentwickeln. Helgas Lebensreise hat sie an neue Orte geführt, neue Menschen kennengelernt und neue Aspekte ihrer selbst entdeckt. Jeder Schritt im Leben ist eine Gelegenheit zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Helga hat ihre Geduld und Leidenschaft nie aufgegeben, um das Leben zu schaffen, das sie wollte. Helgas Bemühungen und ihre Beharrlichkeit beeinflussten nicht nur sie selbst, sondern dienten auch als Quelle der Ermutigung für ihre Mitmenschen. Sie wurde eine starke und einflussreiche Mutter und vermittelte ihrem Sohn Florian Silbereisen den Geist der Akzeptanz, des Mitgefühls und der Fähigkeit, sich jeder Herausforderung zu stellen.
Obwohl das Leben seinen Anteil an Schmerz und Trennung hat, hat Helga Silbereisen aus Bausteinen und jedem stetigen Schritt auf ihrer Reise ein wunderschönes Bild des Lebens geschaffen. Helgas Leben wurde zu einer Geschichte von Stärke, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit und machte sie zu einer Inspiration für andere, die sich in Not befanden. In dieser Fantasie ist Helga Silbereisen nicht nur eine Frau mit Schmerz und Versagen, sondern auch eine Kriegerin mit einer starken Seele, die alle Widrigkeiten überwindet, um Sinn und Très de nombreux téléspectateurs. Alors qu'elle était en pleine association, un drame a bouleversé à jamais la vie d'Anne-Marie Besson. En 1967, l'interprète de Le Théâtre Fermé a dû faire face au décès de son mari, Jean Fallou. Ce dernier a rendu l'âme lors du tournage du film Les Grandes Vacances. Un véritable choc pour Anne-Marie qui en plus a été évincée du petit écran un an plus tard. Quelques années après la disparition de Jean Fallou, la défunte femme a décidé de refaire sa vie dans les bras d'un autre. Il s'agissait d'Alain Cross avec qui elle avait co-présenté la matinale de RTL. Les deux s'aimaient beaucoup et sont restés ensemble jusqu'au décès de la speakerine. Mais alors qu'elle tentait d'avancer avec le présentateur, Anne-Marie Besson a une nouvelle fois vécu un autre drame à la fin des années 90. Son seul et unique fils est en effet décédé la veille même de son anniversaire. Les circonstances de sa mort sont les mêmes que celles de son père puisqu'il est décédé dans un accident de moto. Jean-Pierre Fallou a laissé derrière lui un petit garçon prénommé Jean, qui est donc le petit-fils d'Anne-Marie Besson. La speakerine et Alain Cross avaient plus d'une fois travaillé ensemble. En plus de la matinale de RTL, les deux ont également animé, l'un aux côtés de l'autre, les auditeurs ont la parole. Peu de temps après, une décision de Jean-Pierre Dussault a de nouveau bouleversé la vie d'Anne-Marie Besson. En voulant apporter du changement à RTL, l'homme a décidé d'abandonner l'animatrice en 1990. Une décision qui avait bien évidemment touché la compagne d'Alain Cross. A noter qu'elle était remplacée par Brigitte Simonetta, qui était auparavant une figure célèbre d'Antenne 2. Outre Anne-Marie Besson, de nombreuses femmes se sont également lancées dans le métier de speakerine. Parmi elles, nous pouvons compter l'incontournable Catherine Langeais. Elle est apparue dans divers programmes à l'instar de La Séquence du Spectateur. Après s'être battue contre la sclérose en plaques pendant plus d'une décennie, l'ancienne compagne de François Mitterrand a perdu la vie à l'âge de 74 ans. Jacqueline Joubert était elle aussi une speakerine. Elle a fait ses débuts le 25 mai 1949 et sa façon de dire bonne nuit, faites de beaux rêves, est devenue sa marque de fabrique. En 1956, elle est devenue animatrice puis directrice des variétés d'Antenne 2 dans les années 70. La maman d'Antoine de Caunes est morte à 83 ans en janvier 2005. À part Jacqueline Joubert et Catherine Langeais, Yveline Delia a travaillé aussi comme speakerine de 1969 à 92. La remplaçante d'Anne-Marie Besson était animatrice et a animé plusieurs émissions dont la maison TF1, C'est bon à savoir ou encore À la bonne heure. Elle avait notamment été nommée patronne du service météo de TF1 en 2000. Yveline Delia est maman d'une fille prénommée Olivia et est aussi grand-mère de deux petits-enfants. Et vous, que pensez-vous de ce qui est arrivé à Anne-Marie Besson ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.